Und da ist der Start nicht erfolgt, das war ein Fehlstart. Die Pferde sind aber in der Hand der Reiter geblieben. Da hatten es Vamera, Sir Leopold und Imposito doch etwas eilig, sodass gleich der nächste Versuch unternommen werden kann. Und jetzt hat es geklappt. Der Start ist erfolgt zum 9. Rennpreis der Baden-Badener Auktionsgesellschaft BBRG. 1750 Meter die Distanz. Die Teilnehmer kommen gleich rechts aus dem Wäldchen hervor unter der Führung von Glamrock. Dahinter Sir Leopold. Dann sieht man Novakovic mit Imposito und Vamera. Dahinter dann die Gruppe mit Andiamo, gefolgt von High Flight und Doris. Dann Kimi und Starlight Express am Ende des Feldes. Da galoppiert Good Girl. Ach, da kommt noch jemand. Das ist Canton Delight. Canton Delight am Ende des Feldes. Vorletztes Pferd ist Good Girl. In der Gegenseite, Mitte der Gegenseite, Glamrock mit einer halben Länge Vorsprung. Dahinter Sir Leopold, Novakovic, das ist das Trio vorne. Dahinter dann das Verfolgertreffen, das wird angeführt von dem Imposito mit Vamera vor High Flight. Dicht auf ist aus noch Andiamo, dann Doris. Die kann die Position jetzt zügig verbessern. Und dahinter dann Starlight Express mit Kimi. Good Girl hat Anschluss und kann Canton Delight ist davon noch ein ganz gutes Stück entfernt. Es geht durch den Scheitelpunkt des Schlussbogens. Sir Leopold mit knapp einer Länge vorne weg. Dann gab es die Wachablösung. Glamrock jetzt in zweiter Position. Imposito kann sich außen verbessern und weiter aufschließen zu Sir Leopold. Novakovic ist hier in Nöten, verliert hier die ein oder andere Position. High Flight an der Innenseite, bei dem ist genau das Gegenteil. Der kann weiter aufschließen nach vorne. Und so geht es jetzt in den Einlauf hinein. High Flight mit dem Kommando in der Hand, genauso wie an der Außenseite Imposito, die beiden Kopf-Kopf, da gab es kurz die Berührung. Dahinter dann Glamrock an der Innenseite vor Sir Leopold, dann Vamera. Aber Imposito ist jetzt im Vorteil vor High Flight. Imposito kann sich jetzt ein bisschen lösen, High Flight noch nicht abschütteln. Und dahinter dann da an der Innenseite Glamrock, dann Doris mit Vamera. Aber Imposito jetzt mit einem deutlichen Vorteil. 4, 5, 6, 7 Längen. Imposito stiefelt hier einsam und allein nach Hause. Imposito mit Martin Seidel wird hier ganz, ganz überlegen in diesem Rennen. Imposito heißt der Sieger mit Martin Seidel vor High Flight. Vamera dahinter dann auf dem dritten Platz vor Doris und Glamrock vor Canton Delight, der noch ganz viel Boden gut machen konnte. Dann Kimi, Sir Leopold, Andiamo, Novakovic, Starlight Express und Good Girl. Ja, und auf dem Geläuf, da sehen wir den vorläufigen Sieger. Das ist mit der Programmnummer 11 Imposito, ein dreijähriger Itzgino-Sohn in den Farben des Stalles India. Hans-Jürgen Gröschels 25. Saisonerfolg und im Sattel, ich glaube, es ist sein zweiter Tagestreffer, Martin Seidel.
Und der vorläufige Einlauf im 9. Rennenpreis der Baden-Badener Auktionsgesellschaft lautet 11,19. Das sind die Werte 11 Imposito, 1 Highfly und 9 Vamera.